Die Weltbank hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in China und anderen asiatischen Schwellenländern wie Thailand und Indonesien zurückgenommen. Trotzdem steht die Region für 40% des weltweiten Wachstums und für ein Drittel des Welthandels vor allen anderen. Die wichtigsten Trends? China kümmert sich verstärkt um seine eigenen Konsumenten und wegen niedrigerer Rohstoffpreise wird weniger in asiatische Wachstumsmärkte wie Indonesien investiert. Für die ostasiatischen Volkswirtschaften erwartet das Institut nur noch Wachstumsraten von 7,1% in diesem Jahr. Im April standen da noch 7,8%. Das nächste Jahr bringe nur noch 7,2 statt 7,6% Wachstum.